Hallo Leute, hier ist der Benny vom Heydo Cluster und wir haben hier direkt wieder eine neue News-Folge für euch am Start, einfach weil in den letzten paar Tagen wieder so viel passiert ist, was wir euch jetzt natürlich direkt um die Ohren hauen wollen. In letzter Zeit geht Microsoft in Sachen Halo-Vermarktung in die Offensive. Neben fünf für dieses Jahr angesetzten Büchern, den Top-Down-Shooter Halo Spartan Strike und Halo 5 Guardians, steht jetzt auch der Release einer Halo-PC-Adaption in Aussicht. Zusammen mit dem russischen Entwicklerstudio Saber Interactive und Innova Systems arbeitet Microsoft derzeit an dem PC-exklusiven Free-to-Play-Titel Halo Online. Wir können bei der Wahl der Studios aber beruhigt sein, da zumindest Saber Interactive bereits an der Entwicklung von Combat Evolved Anniversary und der Master Chief Collection beteiligt war. Die Basis zu Halo Online bietet die Halo 3 Engine, jedoch in stark modifizierter Form und soll eher für Low-End-Rechner ausgelegt sein, um möglichst massentauglich zu werden. Zu den Änderungen zählen spielübergreifende Waffendesigns und das Sprinting. Halo Online fokussiert sich auf Multiplayer-Gefechte mit 4 bis 16 Teilnehmern, Power-Ups, Ausrüstungsgegenständen sowie Fahrzeugen, temporären Buffs und das Erreichen neuer Level, ganz im Sinne des Free-to-Play. Die Maps stellen sich zum Teil aus bekannten Halo 3 Klassikern zusammen, wie zum Beispiel Guardian oder Avalanche, aber auch aus völlig neuen, unbekannten Maps. Ein Solo- bzw. Kampagnenmodus ist demnach nicht inbegriffen oder gar geplant. Jetzt im Frühling beginnt die Beta-Phase, allerdings, und das ist der große Haken, vorerst nur in Russland. Ein Release außerhalb Russlands sei jedoch durchaus möglich, aber man wolle jetzt erstmal aus dem Feedback der russischen Spielegemeinde lernen, bevor es genaueres zum Release anzukündigen gäbe. Nebenbei bemerkt, ist Russland einer der am häufigsten genutzten Testmärkte, um beispielsweise Bezahlinhalte zu optimieren, die Rückmeldungen der Community beim Game Design zu berücksichtigen und technische Probleme zu beseitigen. Daher keine Panik. Über eine Xbox One-Fassung brauchen wir uns aber keine Hoffnungen machen, da diese laut 343 Industries weder geplant sei, noch sei das Spiel dafür überhaupt ausgelegt. Wenn ihr euch noch mehr Details, Walkthroughs und so weiter zu dem Gesagten ansehen wollt, findet ihr eine Playlist von Ultimate Halo in der Videobeschreibung. Halo 5 Guardians hat jetzt endlich einen konkreten Release-Termin, und zwar den 27. Oktober 2015. Das war den beiden neuen Live-Action-Trailern zu entnehmen, die ihr jetzt zu sehen bekommt. All hail the conquering hero. Let us remember him as our protector, and not the one who gave us this. As our savior, and not our betrayer. Let us see him forever as you, and not as you. All hail the conquering hero. The one who was supposed to save us all. But now I must save us from you. Und schon stehen wir wieder vor weiteren Fragen. Welche der beiden Versionen entspricht der Wahrheit? Gibt es die einzig wahre Wahrheit? Der auf der Haunted Truth Tumblr Page veröffentlichte Untertitel Two Sides to Every Story könnte da eventuell schon die Lösung sein. Es gibt bereits viele Videos, die sich eben hiermit beschäftigen, daher gehen wir da nicht groß drauf ein. Die Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung.
Genaueres zur Story erfahren wir dann ja sicher auf der diesjährigen E3, die vom 16. bis zum 18. Juni wieder in Los Angeles stattfindet. Okay Leute, das war's heute auch schon wieder von dieser recht kurzen News-Folge. Das waren ein paar ganz wichtige Themen, die wir unbedingt noch auffassen wollten, weil die einfach in die letzten News nicht mit reingekommen sind, beziehungsweise die News auch erstmal hier ein paar Tage erst alt sind. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Schreibt doch mal eure Meinung zu den Themen hier in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer, da einige Meinungen, Feedbacks und was weiß ich nicht alles zu hören, ja? Also einfach mal in die Kommentare schreiben und ja, dann geht das seinen Gang. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal wieder von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Benny meldet sich ab. Macht's gut.